TD Maitreya. Es ist eigentlich. Ich finde sowas süß für den Winter. Ja, ist es ja auch. Ja, nur manchmal überzeugt mich die Textur nicht ganz so, aber das wird auch behalten. Und noch ein. Also von der Hose ist auch wieder Applier. Aber das ziehe ich jetzt auch nicht an. Das ist krass, was wie viel Scheiß sich ansammelt, ne? Ja. Ja, wo bist du gerade bei? Einfach nur mein Kleiderordner, also einfach nur den Ordner Kleidung komplett mal so durchzusortieren und mal auszumisten, weil ich teilweise da auch alte Sachen drin habe, die ja gar nicht mehr, die ich ja nicht einmal mehr anziehen und benutzen kann. Naja, manchmal geht es noch. Hier bei dem zum Beispiel, das hatte ich für ein Foto an. Wenn du da die Brüste halt wegeiferst, dann geht das auch und das ist auch normal, Mesh. Ja, das ist halt, weil du ja dann ein Matrea-Body geht es eher als dann bei meinem. Da geht meistens dann nicht gut was. Oh, da habe ich jetzt. Ach ne, das sind Schuhe für meine Füße. Dann lasse ich die halt mal. Ich habe keine Ahnung. Zieh sie doch an und guck sie dir an. Ich blamier mich doch nicht. Du blamierst dich nicht. Hier sind alle ganz lieb. Außerdem habe ich noch nicht so viele Zuschauer. Und wenn, dann... Es gibt auch viele, die noch kein Deutsch verstehen. Von daher... Was ist denn da drin? Ja, ich bin jetzt mit Oberteilen durch. Dann gehe ich jetzt zu... Was ist das? Was hast du da? Eine Flasche? Lass mich gucken. Ich habe da eine Trinkflasche. Oh, das ist aber doch voll cute. Oh nein, wie süß die ist. Warum habe ich denn die Klamotten drin? Oh, wie soll süß. Ich die hinpacken? Na, Accessoires. Ja, dann mache ich einfach mal bei Rock weiter. Ja, das ist auf jeden Fall der, den ich behalten werde von Miss Chelsea, weil den finde ich so mega. Der könnte gut mit einem anderen Ledertop vorhin von vorhin passen. Ja, ich hatte den doch auch schon für ein Video kombiniert. Da kann man voll gut was draus machen. Weißt du, was ich blöd finde? Dass das SL Ö nicht schreiben kann oder Ä. Weil das kann ich nur Rock schreiben und nicht Rücke. Ja, das finde ich auch doof. Und mit OE schreibe ich das ja nicht, weil wenn Ja. ich dann danach suche, denke ich nicht dran, dass ich OE statt Ö schreibe. Weißt du, Ja. wenn ich im Inventar durchgucke. Ach, Ja. ich bin behindert. Geht mir genauso. Vor allen Dingen, ich denke dann immer, ja, dann. Kannst du nicht mal richtig Deutsch hier schreiben oder was? Den hast du vielleicht auch, weiß ich nicht. Das von Adams war auch ein Gift. Ach, scheiße. Warte mal, ich muss mir erst überlegen, wie ich am besten jetzt so einen Ordner benenne, wo ich so Krimskrams drin habe, wo man attachen kann. Also wie so, wie die Flasche zum Beispiel. Ja, also es war's. Oder... Zubehoer. Oh. Ja, weil gerade eben wollte ich Zubehör schreiben, weil Accessoire schreibe ich nämlich bestimmt nicht. Aha, oh. Aha. Ach, warte, ich lasse das einfach. Ich lasse das jetzt einfach. Wenn ich das jetzt Nein, noch... dann schreib halt. Nee, ich.
Nee, ich lasse das so in dem Ordner drin wuseln. Du Weil ich findest es habe ja nie dann eh. wieder. Doch, wieso? Ich habe ja dann, ich hab ja dann alles sortiert in der Regel. Ach so. Wir lassen dich mal machen. Ja, genau, lasst mich mal machen. Achso, ich wollte. War das der Rock, den du gerade vorhin meintest? Den habe ich auch. Nee, ich meinte den von Adams. Warte. Den hier. Nö, den habe ich glaube nicht. Wie gesagt, die Sachen von ganz am Anfang, als Adams noch nicht so groß war. Das ist nicht von am Anfang. Das Gift habe ich erst Echt? seit ein paar Monaten, weil ich kannte Adams vorher gar nicht. Da fand ich die Sachen nämlich noch gar nicht so toll und dann hat da nie was gepasst. Und dann war Adams bei mir irgendwie sowieso weg vom Schirm. Also hatte ich gar nicht. Und dann letztens beim Shoppen mit jemandem habe ich halt dann gesehen, dass die jetzt doch ganz gute Sachen machen. Ja, ich weiß nicht, es gibt viele Sachen, die sind nicht so meins. Aber Gifts, wie du sagst, da machen wir einmal und alles weg. Oh, dieser Rock, weißt du, wo ich da Stunden vor diesen vor diesen Lucky Chair gestanden habe, also vor diesen Lucky Dingern da. Ja, oh mein Gott, ey. Stundenlang und es kam einfach kein Haar und ich wollte diesen Rock unbedingt haben. Aber ich hatte ihn ja auch jetzt schon ein paar Mal an und so ist das ja nicht. Aber in Ja, doch, Schwarz. den hat es schon. Ja. Weil in Weiß, finde ich, sieht er so aus, als hätte der gar keine Textur. Das ist das Blöde in SL mit Weiß. Das sieht dann immer aus wie Papier, finde ich. Ja. Da muss echt die Textur echt gut sein, dass man das, dass das was hermacht. Der wird auf jeden Fall behalten, so viele Stunden, wie ich da vor dem Ding gestanden habe. So, Röcke auch schon durch, zumindest das, was ich schon mal sortiert hatte. Aber das wollte ich halt einfach nochmal durchgehen. Jetzt kommen die. Ah, na gut. Das ist Applier. Applier. Ist das Applier? Nein, das ist kein Applier. Ja, also. Die Hose habe ich auch schon geblockt. Die finde ich mega, wenn man da halt die Eifer auch wieder so hübsch macht. Das mache ich auch jetzt mal. Du Ja, siehst dann mich lass ja. mal an. Was? Was wie anlassen? Die Jeans. So. Jetzt halt. Du siehst mich ja selten in Hosen, deswegen wollte ich dir das einfach mal zeigen, weißt du? Sehr schick, ja. Ja, gell? Da war ich auch nicht. Machst du dann auch so wie ich dann halt Hosen lang, Hosen kurz oder Shorts oder sowas, Hotpants, wie auch immer? Wie machst du das? Ich mache nur einen Hosenordner. Aber Hosen habe ich bis jetzt noch gar keine einsortiert, weil ich, lass mich überlegen, Mesh-Hosen. Wenn, dann habe ich eh nur Hosen von Blueberry, die passen, und Applierhosen. Also wird der Hosenordner vielleicht auch wieder gelöscht. Wie gelöscht? Wieso gelöscht? Weil ich dann eh einen Blueberry-Ordner habe mit Hosen drin. Ach so. Weil ich so jetzt auf Anhieb hosenmäßig
kann ich, habe ich entweder irgendwelche Applier-Hosen, dann habe ich von Blueberry-Hosen und Vinyl habe ich Hosen. Sonst habe ich eigentlich keine, die mir jetzt so direkt einfallen, dass ich Hosen hätte zum Anziehen. Oh, diese Und Hosen liebe Adams habe ich. ich noch was, ja, aber. Voll die Angeberin hier. Oh, ich hab alle von Blueberry. Und ist so dir hier den Freebie-Kram, ey. Und die ist von Revolt, die Hose, wo du gerade anhattest. Ja, aber das, woher weißt du das? Hast du die auch jetzt, oder was? Nein, die habe ich nicht, aber ich habe es einfach gewusst, weil du hattest die nach dem Sale, hattest du Ja. die an und hast gesagt, das war die tolle Hose vom Sale. Ja. Lass mich doch, ich liebe die. Die ist so geil detailliert und na. Augenweide für mich. Deswegen habe ich es halt noch gewusst. Und das ist meine erste Maitreya Mesh-Hose gewesen. Warte mal, war das? Ach nee. Das liebe ich auch. Also die von Die ist Jelitz. gut. Ja. Es war so ein komplett Outfit-Set und die ist von Jelitz und nur leider ist das Oberteil kein Maitreya, sondern nur die Hose. Ich bin so schlau. Oh, habe ich jetzt gerade irgendwas in den falschen Ordner rein? Hä? Warte mal. Jetzt nochmal. Gibt's doch jetzt nicht. Das habe ich. Das passt. Passt. Nö, passt eigentlich. Das ist verwirrend. So, jetzt muss ich mein Hat wieder. Die Hotpants hier ist von Ello. Was mache ich denn hier? So. Hallo, Postend. Was ist mit meinem Postend? So. Ja, da weiß ich auch noch nicht, ob ich die behalten soll. Weil die Texturierung ist jetzt auch nicht so der Burner. Ich glaube, die lösche ich. Ich habe die ja geblockt. Ja, die lösche ich. Echt jetzt? Ja, wieso? Die Hose, wo du gerade anhattest. Ja. Hast nicht gesehen, wie So ich. schlimm sah die. Ja, dann zoom mal Na ran. doch jetzt nicht. Warte. Wo habe ich die denn jetzt? Und die hast du schon gelöscht. Ja, ich habe sie ja wieder hergestellt. Hier. Ello Pocket Shorts. Jetzt guck dir die Texturierung mal an, wenn du von nah rangehst. Ja, okay, schon etwas matschig. Aber Ich bin anspruchsvoll. Ja, das ist halt, ich hätte halt mir gewünscht, dass das richtig so ein bisschen Blueberry-like ist. Ich weiß, Blueberry wäre nicht Blueberry, wenn das so einfach ginge, aber man kann das ja auch, also das sieht halt nur so aufgedruckt aus. ist halt die Textur an sich war halt nicht HD oder so sah es aus, weil so an sich war es ja schon. Die Schlaufen waren ja auch da. Ja. Also, auch oh, das ist ja süß mit der Spitze unten. Ja, die will ich auch auf jeden Fall behalten. Auch wenn, da ist es auch mit der Textur so. Guck mal. Da ist die Textur Ja, auch das sieht nicht. aber von weitem sieht es aber nicht so aus. Da sieht es eigentlich gut aus, aber wenn man hingeht, dann sieht man, dass es nicht. Ja. Aber trotzdem kannst du die anziehen.
Ja, die werde ich auch erstmal behalten. Die habe ich auch schon Bilder gemacht. Das ist halt auch echt. Vom Weiten sieht die gut aus und dann halt kommst du halt dran und denkst so, okay. Aber ich fand es halt auch süß mit der Spitze und deswegen. Aber ich glaube, das war auch nur mal Trailer-Größe. So. Ich habe nur zwei Hotpants in meinem Ordner und eine davon habe ich gelöscht. Wow. Ich habe wieder vergessen. Ich vergesse das immer, die Marken dazu zu schreiben. Okay, das sind alles jetzt wieder Applier-Zeugs. Boah, da kann ich jetzt einen ganzen Haufen gleich mit einem Schwung weg sortieren. Das war. Für später anprobieren oder wegen Applier. Ob ich es anprobiere, weiß ich nicht. Hey, Ja, was war das denn das? gehört Müsste ich jetzt. dazu beim Austier. Dein Metzger-Shirt. Ja, das rockt. Ah, das war das. Okay. Das passt. Ja, manchmal haben die ja auch Bilder dabei. Dann reicht mir auch ein Bild, wenn ich das schon mal angehabt habe. Oder wenn ich jetzt nicht ersichtlich ist, weil da steht dann bloß Applier. Und dann weiß ich ja nicht, ja. Ist das jetzt ein Applier für Matrea oder ist das jetzt so ein gemischter Applier, wo alles Mögliche drauf ist? Und dann, wenn ich halt den anziehe und sehe, ach ja, gut, da ist Slink und alles Mögliche dabei, dann weiß ich, dass das dann vielleicht ganz anständig ist, dann kann ich es auch noch behalten. Ja. Ist dann alles. Oh, das wäre auch mal cool, wenn dann der Ordner so ein bisschen übersichtlicher wird und dann, oh Gott, das wäre so geil. Hier bei dem weiß ich auch nicht. Weißt du, das ist eigentlich, es hat keine richtige Textur, aber ich finde das irgendwie voll schön, wie das fällt. Das ist so Ja, ein. was gehört da dazu? Ja, da gehört eigentlich so ein, diese eine Bluse dazu, die ich anhatte mit diesen Kirschblüten. Cherry Blossom Dingensbums da. Aber das würde ich da drauf nicht anziehen. Ich würde da irgendwas Bauchfreies auch auf jeden Fall anziehen. Vielleicht nur so ein. Weiß nicht. Ich behalte es einfach mal, weil ich will da, wollte damit eigentlich schon mal ein Bild machen. Naja gut, du machst ja Bilder und Sachen, aber ich sortiere zum Beispiel, wenn ich jetzt so Sachen habe, wo ich dann viele Sachen sehen dann immer nur gut aus, wenn man so dasteht und die anhat, aber wenn man rumläuft, sind die plötzlich total. Ja, kenne ich zu gut. Und was machst du da dann? Ich tue die meistens dann aussortieren, weil ich dann denke, anziehen tue ich es eh nicht, weil mir das dann zu peinlich ist, damit rumzulaufen. Ja, das kenne ich.